besonders ist, vor allem an unserem CAS, dass wir auf die Entwicklung von Service-Innovationen fokussieren. Also CAS ist in dem Sinne nicht branchenspezifisch, sondern branchenübergreifend, aber vor allem für die Unternehmen, die eben aus ihren Produkten Dienstleistungen entwickeln oder bestehende Dienstleistungen kundenorientiert weiterentwickeln. Jeder Teilnehmer hat sein eigenes Projekt, das er mitnimmt in CAS und dementsprechend auch bis zur Marktreife weiterentwickelt. Das heisst, die Idee ist, dass er eigentlich am Freitag abschließt und dann am Montag das Produkt bzw. die neue Dienstleistung, das Innovationsprojekt, kann im Unternehmen vorstellen und das auch vorantreiben. Also die Nähe zu der praktischen Umsetzung ist ganz wichtig. Ein grosses Highlight ist die Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut in Stuttgart, wo wir unter anderem auch werden besuchen. Wir haben Dozenten vom Institut, die bei uns kommen dozieren, und wir gehen sie auch besuchen in ihrem Service-Lab, wo wir herausfinden und auch spüren werden, wie tut man eine Dienstleistung als Prototyp erstellen und wie spürt man auch, wie die dann nachher dann wirkt. Das Zweite, was natürlich mitnimmt, ist nebst einem super Netzwerk und wie gesagt Inspiration von einem Fraunhofer-Institut, von einem Uptown Basel, von der Quantum-Technologie als solches, ist natürlich, dass er die Möglichkeit hat, nachher in einem Masterlehrgang auch weitere CAS zu absolvieren und mit einem Master in dem Sinne auch abzuschließen.